Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Zuschauerrennen. Und ihr seht schon, die 10 Fahrer stehen schon bereit, warten darauf, dass ich das Startsignal gebe. Aber ich erkläre ganz kurz die Regeln. Hier vorne ist die Ziellinie. Wenn man hier rüber fährt, sammelt man Punkte für seine Platzierung. Für den ersten Platz gibt es 10 Punkte, für den zweiten 9, für den dritten 8, für den vierten 7 und so weiter und so fort. Und die Fahrer fahren jeweils in Zweierteams. Ihr seht immer zweimal die gleiche Farbe. Ich cover jetzt noch nicht über die Autos, weil man sonst die Namen sieht. Hier haben wir Team Retro, Team Blau, Team Rot, Team JWE und Team Orange. Und dann seht ihr hier zum Beispiel den zweiten von Team Retro, den zweiten von Team Blau. Die bilden jeweils ein Team und am Ende werden dann die Punkte addiert und es wird sich ein Siegerteam ergeben. Das heißt, wenn man das Rennen hier als erster gewinnt, heißt das nicht, dass man als Team das Ganze gewinnt, weil ein anderes Team kann natürlich mehr Punkte sammeln. Dann gibt es hier, also wir durchfahren gleich hier diese Strecke. Ich werde jetzt nicht ganz erklären, das kennt ihr ja schon, die Strecke so ein bisschen. Die hat sich leicht verändert, aber es gibt Zusatzpunkte, nämlich wenn man... Ey, was scheiße so. Wenn man hier rüber springt, das ist machbar. Das haben im letzten Rennen, glaube ich, 5 Leute geschafft von 10. Wenn man hier rüber springt, bekommt man 2 Punkte. Und es gibt jetzt noch einen zusätzlichen Sprung. Das heißt, wenn man es schafft, hier hinten rüber zu springen, dann bekommt man ganze 4 Punkte. Das heißt, hierfür würde man 2 kriegen und hierfür würde man 2 kriegen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ich habe es nicht getestet. Aber ich dachte mir einfach mal, wir bauen mal noch so einen zweiten Sprung rein, dass man noch ein bisschen mehr Zusatzpunkte sammeln kann. Das ist, denke ich, ganz interessant. Ansonsten haben sich noch ganz paar Dinge geändert hier. Nämlich einmal hier vorne habe ich das Gehege noch ein bisschen erweitert, dass das hier endet. Dann haben die Dinosaurier ein bisschen mehr Platz und sowas. Ihr seht schon, hier vorne schläft einfach mal so ein Sinoceratops. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann die Stelle hier vorne mit den Jurassic Tour Trucks. Die war immer ein bisschen zu einfach. Deswegen habe ich hier nochmal die ein oder andere Mauer gesetzt im Weg, dass man hier mit so einem Slalom durchfahren muss. Dadurch wird das, denke ich mal, noch ein bisschen schwieriger, weil dann die Trucks auch mehr im Weg sein werden, hoffe ich mal. Aber ansonsten hat sich nichts geändert. Also ich denke, ich habe alles erklärt und wir kommen jetzt zur Fahrerauslosung. Ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ich verrate euch jetzt, wer hier die Glücklichen sind und an dem heutigen Rennen teilnehmen. Da haben wir als ersten Kandidaten für Team Retro Miss Dado. Herzlichen Glückwunsch. Als zweiten Kandidaten für Team Blau haben wir Fabi Ziller. Der erste für Team Rot, das ist Deutz LP. Für Team JWE geht als erstes an den Start Pluto Army. Für Team Orange geht an den Start JustCraft. Dann haben wir das Teammitglied für Team Retro, das ist Ella Love. Team Blau, der zweite Kandidat ist irgend so ein Typ. Dann kommt Team Rot, der zweite Kandidat, das ist Felix Meyer. Team JWE geht als zweites an den Start Simstar. Und ihr wisst es, zu guter Letzt muss dann natürlich... Was war das denn? Habt ihr das gerade gehört, das Geräusch? Okay, never mind. Ja, zu guter Letzt kommt natürlich unser VIP-Platz wieder. Das heißt, die Leute, die hier VIP bzw. Mitglieder auf meinem Kanal sind, die bekommen hier nochmal eine Zusatzchance. Und ich blende mal die heutigen Kandidaten ein, die einen Kommentar geschrieben haben und VIP sind. Das sind sogar einige. Da haben wir einmal Miss Dado, die sowieso schon teilnimmt. Also falls du hier ausgelost wirst, müssen wir das Rad nochmal drehen. Dia Doofmand, Zelda Fanboy, Lars Ballsieper, Le Kröte, Akira Black, Star-Lord, Mrs. Sunstorm und Daniel Krämer. Und ich würde sagen, ich drehe das jetzt und dann finden wir heraus, wer von euch hier den letzten Platz übernehmen wird. Und das wird sein, oder es wird knapp, es ist Dia Doofmand. Herzlichen Glückwunsch, Dia Doofmand. Du gehst hier für Team Orange an den Start. Ich benenne das Ganze mal eben um, blende das Rad wieder aus. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt starten. Viel Glück an alle Teilnehmer. Ich entferne jetzt hier diesen Zaun und dann geht's los. Und das passiert jetzt schon. Jetzt geht's hier los mit dem Start. Ich bin sehr gespannt, wer hier am besten wegkommt. Team Orange wird hier auf jeden Fall schon mal so ein bisschen geblockt. Wer kommt am besten durch? Zweimal Team Blau. Okay, das war sehr, sehr gut gemacht hier von Fabi Ziller und irgend so ein Typ. Haben jetzt hier Platz 1 und 2. Blockieren sich jetzt aber gegenseitig. Das ist ärgerlich. Gefolgt von Team Orange mit Dia Doofmand. Und dann kommt Team Retro und Ella Love quetscht sich jetzt hier an Dia Doofmand vorbei. Und ja, die blockieren sich da jetzt wirklich sehr. Und Team Blau kommt jetzt hier auf jeden Fall mit Abstand am besten durch. Ich habe noch gar nicht gesagt, es kann natürlich passieren, dass man auf dem Dach landet oder auf der Seite und dann wegglitscht sozusagen, also wegteleportiert wird. Dann ist man leider ausgeschieden, Leute. Und, boah, da hat die Ella Love einen Angriff gestartet, hat es fast geschafft. Ist im letzten Rennen auch zweimal passiert. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich.
So, Fabi Ziller legt jetzt hier wirklich Tempo vor, ist jetzt im Gallimimus-Gehege. Und dicht gefolgt von seinem Teammate irgendein Typ. Aber die bleiben jetzt erstmal hängen hier an den Gallis. Aber jetzt geht's weiter, glaube ich. Also das Feld hat sich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen gesplittet. Ihr seht schon, der letzte ist Just Craft hier und Pluto Army. Und der Fabi hat jetzt schon das erste Gehege geschafft. Jetzt kommt es gleich zum Sprung. Jetzt wird es sehr spannend werden. Jetzt geht es um die Bonuspunkte. Ich bin gespannt, ob es machbar ist, hier 4 Punkte zu ergattern oder nicht. Ob das zu weit ist. Fabi Ziller macht auf jeden Fall schon mal einen guten Versuch. Schafft es aber leider nicht. Also keine Bonuspunkte für Fabi Ziller. Landet zum Glück nicht auf dem Dach. Der nächste Kandidat schafft es. Zumindest 2 Punkte. Irgend so ein Typ. Herzlichen Glückwunsch. Und landet auch nicht auf dem Dach. Das war aber knapp. Hat aber die Bonuspunkte. Und Ella Love schafft es leider nicht. Knallt jetzt hier voll dagegen. Der nächste Kandidat schafft es auch nicht. Der Doofmann viel zu niedrig. Zimster leider auch nicht. Aber ist bis jetzt noch keiner ausgeschieden. Das ist sehr gut. Der nächste Kandidat, Felix Meyer, der schafft es. Mit einem schönen Salto knallt dagegen. Und scheidet hoffentlich jetzt nicht aus. Das war sehr, sehr knapp. Der Simster bleibt jetzt hier wirklich lange hängen, weil er falsch rumgelandet ist. Und Team Retro kommt und... Oh, oben drauf gelandet. Jetzt muss er links hier runterfahren auf der Seite. Dann bekommt er die Bonuspunkte. Wenn er hier runterfällt, nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Mistado kriegt auch die Bonuspunkte. Herzlichen Glückwunsch. Pluto Army hat es leider nicht geschafft. Oh, da ist einer weggeglitscht. Team Rot, ich konnte es leider gerade nicht sehen. Ihr habt es gesehen. Und JustCraft hat den Sprung geschafft. Also einen Kandidaten haben wir schon verloren. Das ist sehr, sehr traurig. Aber kann man nicht ändern. Ich glaube, jetzt sind alle durch. Jo, wir haben alle gesehen. Ich glaube, der Sprung, den muss ich noch ein bisschen näher ranmachen. Das sah nämlich nicht mal ansatzweise so aus, als wenn der machbar wäre für die 4 Bonuspunkte. Aber ihr seht schon, Team Blau ist hier noch auf jeden Fall zweimal vorne. Wird jetzt aber angegriffen von Ella Love und Dia Doofmann. Aber der Fabi Ziller lässt sich nicht abhängen. Aber irgend so ein Typ hat die Führung übernommen, sehe ich gerade. Vorne war, glaube ich, die ganze Zeit Fabi Ziller vorne. Aber das ist ja an sich nicht schlimm, ne? Das ist ja immer noch hier eine Teamleistung, keine Einzelleistung. Wir kommen jetzt hier zu den Gyrosphären. Können wir nur hoffen, dass er hier nirgendwo gegenfährt. Da muss ich jetzt durchdenken. Oh, das wird eng. Oh, da rammt er die Gyrosphären und... Uff, bleibt jetzt hier voll hängen. Das ist ärgerlich. Da kommt Fabi Ziller, der zieht jetzt vorbei. Also irgend so ein Typ wird jetzt hier komplett blockiert von den Gyrosphären. Das ist ärgerlich. Da kommt Ella Love. Kann sie die Chance nutzen? Ja, sie überholt. Und irgend so ein Typ ist jetzt auf Platz 3 und Ella Love auf Platz 2 vorgefahren. Nicht schlecht. Sehr, sehr gut gemacht. Und Ella Love ist auf Platz 1. Die Ziegen blockieren hier Fabi Ziller. Damit übernimmt Ella Love hier die Führung. Gefolgt von Fabi Ziller, irgend so ein Typ, Dir Doofmann und Felix Meyer. Und jetzt kommt hier Team Retro mit Simster und der überholt jetzt hier einfach mal dreist. Also das ist hier wirklich spannend. Jetzt sind alle dicht auf dicht im Ziegengehege. Also die Ziegen scheinen ja ordentlich für Probleme zu sorgen. Aber ich glaube, Ella Love hat es jetzt geschafft auf Platz 1. Gefolgt von zweimal Team Blau. Aber die hängen da alle noch fest. Versuch's mal so ein bisschen im Auge zu behalten. Ella Love kommt jetzt hier gleich ins große Pflanzenfresser-Gehege. Da hinten kommt jetzt Just Craft angefahren. Ich vermisse aber noch ein paar Kandidaten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ah, da hinten ist noch einer, okay. Ja, einer ist ja schon ausgestiegen für Team Rot, leider. Ihr seht schon, die drängeln sich hier wirklich durch. Ich glaube, die ganze Reihenfolge wird sich nochmal ändern. Aber wir gehen jetzt mal nach hier vorne. Sieht hier wieder wie ein Angriff aus. Auf Platz 1. Team Blau will sich Platz 1 zurückholen. Ella Love ist noch vorne, aber dicht gefolgt von Fabi Ziller. Jetzt geht's gleich in das neue Jurassic Tour Gehege. Ich bin super gespannt, ob es jetzt schwieriger ist. Also Ella Love kommt jetzt hier wirklich gut durch. Hat schon wieder den Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Muss ich jetzt hier durchschlängeln. Und da kommt schon die erste Jurassic Tour, aber sie schlängelt sich gut vorbei. Das sieht gut aus. Das macht sie super. Fabi Ziller bleibt da jetzt hängen. Also Ella Love kann hier den Vorsprung ausbauen. Oh, sie fährt aber auch jetzt hier wie eine junge Göttin durch. Das Labyrinth. Jetzt kommt die erste Tour und die rammt sie einfach weg. Kein Problem. Also die Ella, die hat hier wirklich Tempo drauf. Ihr seht schon, der Vorsprung ist mega weit ausgebaut. Und jetzt gucken wir mal, ob sie die Abkürzung schaffen wird. Nee, leider nicht. Sie hat so viel Speed gehabt, dass sie sogar hier über den Sprung rübergesprungen ist. Sie muss jetzt hier einen Umweg in Kauf nehmen. Also falls jetzt hier der zweite kommt und den Sprung hier rüber schafft, dann kann er ordentlich abkürzen und sich hier Platz 1 holen. Aber der Fabi Ziller scheint hier richtig Probleme zu haben. Also der wurde hier richtig blockiert. Und hier sehen wir schon,
Die ersten Jurassic-Touren haben Unfälle gebaut und Simster hängt fest. Eieieiei, das ist ärgerlich. Simster ist festgefahren, die Jurassic-Touren stauen sich. Und jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Okay, das sorgt jetzt hier ordentlich für Ärger. Also, Fabizilla ist jetzt hier noch mega. Ja, der braucht richtig lange hierfür, für die Jurassic-Touren. Ellalorf ist jetzt hier schon fast durch den Umweg durch. Und Fabizilla bleibt nochmal hängen. Also die Jurassic-Touren scheinen hier richtig Probleme zu machen. Aber wir wollen natürlich jetzt Platz 1 ein bisschen beobachten. Ich glaube, den Platz wird sich Ella nicht mehr nehmen lassen. Der Vorsprung ist einfach viel zu groß. Oh, sie fährt jetzt ins letzte Gehege. Die anderen sind noch nicht mal hinten beim Sprung. Ich versuche mal ein bisschen draus zu zoomen. Ich hoffe, man kann es auf YouTube noch erkennen. Aber ich glaube, Fabizilla hängt da hinten immer noch fest. Sehr, sehr ärgerlich. Also Ellalorf holt sich jetzt hier auf jeden Fall Platz 1. Ich kann schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, weil ich glaube nicht, dass diese Fähnchen dich jetzt hier noch groß aufhalten werden. Aber du bist mega gut gefahren. Ich bin jetzt echt gespannt. Das Feld scheint jetzt ziemlich fest zu hängen da hinten. Und herzlichen Glückwunsch, Ella. Du hast es geschafft. Der nächste Kandidat. Oh, Fabizilla hat es endlich geschafft. Bleibt jetzt aber hier nochmal hängen. Okay. Ist auf jeden Fall auf Platz 2. Wo sind die anderen Kandidaten? Oh Gott. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Oh shit. Okay, sie drängen sich jetzt aber durch. Irgend so ein Typ quetscht dich durch. Der nächste quetscht dich durch. Simster. Und dann kommt... Oh mein Gott. Okay, die Jurassic Touren, die scheinen jetzt hier ordentlich Probleme zu machen. Da bin ich echt gespannt. Das Problem ist, wir müssen halt vorne noch so ein bisschen beobachten. Na gut. Fabizilla hängt da noch fest, das dauert noch ein bisschen. Weil ich will halt sehen, wenn sie über die Ziellinie fahren. Also ihr seht jetzt schon, das ist hier wirklich problematisch gerade. Pluto am, aber ja, so langsam drücken sie sich alle nach und nach durch. Der Doofmann, Felix Meyer, Just Craft, Pluto Army. Die hängen hier noch fest, die beiden. Aber die anderen fahren jetzt, die anderen Kandidaten. Da wird es nochmal sehr, sehr spannend werden. Irgend so ein Typ hängt jetzt auch noch hier vorne fest. Rammt sich jetzt hier gerade mit einer Jurassic Tour. Und da kommt Simster und hilft ihm. Das ist doch nett. Also die Jurassic Touren scheinen jetzt hier wirklich Auswirkungen zu haben. Finde ich sehr, sehr gut. So, wo ist denn jetzt hier? Da kommt Fabizilla. Sehr gut, er hat es geschafft. Wir beobachten den Sprung. Vielleicht schafft ihn ja jemand. Irgend so ein Typ schafft es nicht. Es ist auf jeden Fall machbar. Das habe ich getestet. Und da kommen die nächsten zwei Kandidaten. Und das sieht nicht schlecht aus. Kann er schaffen hier? Simster. Nein, er knallt gegen die Wand. Sehr, sehr ärgerlich. Okay. Wir springen nach hier vorne. Der Fabizilla ist jetzt hier im letzten Gehege. Im T-Rex-Gehege. Also ihm sollte Platz 2 nicht mehr genommen werden. Aber ich glaube, so lange hatten wir noch nie den Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2. Das ist schon heftig. Der T-Rex, der frisst jetzt hier ganz gemütlich. Und Fabizilla hängt da fest. Ich muss jetzt hier unten durchfahren. Schafft es jetzt auch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist schade, dass wir nicht alles gleichzeitig beobachten können, so. So, Fabizilla auf Platz 2 für Team Blau. Ich glaube, das Ganze wird sich hier fast entscheiden zwischen Team Retro und Team Blau. Simster kommt jetzt hier auf Platz 3. Aber Miss Sado fährt jetzt hier nochmal vor. Vielleicht kann sie hier nochmal einen Angriff starten. Weil der Simster bleibt jetzt nochmal hängen. Aber Miss Sado fährt hinten auf. Das ist ärgerlich. Da kommt jetzt auch noch Team Blau. Vielleicht wird das hier nochmal spannend, wenn die Rexys hier was machen. Aber die brüllen jetzt hier nur. Also, Simster hat sich durchgesetzt. Und fährt jetzt gleich über die Ziellinie. Ich mache das mal so. Damit hat Simster es geschafft. Platz 3. Und jetzt sind hier drei Kandidaten im T-Rex-Gehege. Die hängen jetzt hier fest. Kann jetzt hier nochmal jemand sich einen Platz sichern? Miss Dado blockiert jetzt hier gut den Weg. Macht sie sehr, sehr klug. Und bleibt somit vorne. Sehr schön gemacht. Also hier ändert sich, glaube ich, nichts mehr an der Platzierung. Miss Dado sichert sich, glaube ich, Platz 4. Irgend so ein Typ auf Platz 5 dann. Und Dia Doofmand auf Platz 6. Und jetzt müssten noch drei Kandidaten fehlen, weil einer ist ja leider ausgeschieden. Habt ihr gesehen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wen haben wir denn hier? Da kommt Just Craft für Team Orange. Und die anderen beiden. Die haben es endlich geschafft, sich hier frei zu kriegen. Okay, sehr gut. Wobei Felix Meyer jetzt wieder in die Ecke gedrängt wird. Oh, der arme Felix. Das ist so gemein. So, wir fliegen schnell zurück, denn Just Craft hat es gleich geschafft. Ein sehr, sehr spannendes Rennen. Sehr, sehr cool. Das Feld ist nur leider sehr weit auseinander gedriftet. So, damit hat Just Craft es geschafft. Durchs Ziel. Team Orange. Jetzt haben wir noch zwei Kandidaten. Und Pluto Army
hat es jetzt hier geschafft. Und da kommt der Letzte, nämlich Felix Mayer, wenn er den Sprung hier schafft. Ah, schafft er leider nicht. Bleibt jetzt hier hängen. Also ich habe es schon öfter getestet. Es ist machbar, hier rüber zu springen. Hat aber, glaube ich, noch nie jemand geschafft in der Aufnahme. So, Pluto Army ist jetzt hier vorne. Ich glaube auch kaum, dass Felix Mayer ihn hier noch einholen kann. Das sieht nämlich nicht so aus. Nee, das fährt der Pluto Army ganz safe nach Hause. Jetzt haben es die letzten beiden Kandidaten endlich geschafft. Pluto Army fährt jetzt durch die Ziellinie und auf dem, ja, nicht letzten Platz, vorletzten, weil ich glaube, sein Teamkollege ist sogar ausgeschieden, ne? Kann das sein? Oh nein, armes Team Rot. Ja, ich glaube schon. Felix Mayer kommt jetzt hier auf jeden Fall als letzter Fahrer und wird jetzt auch durchs Ziel fahren. Und hat es jetzt geschafft. Wir checken nochmal ganz kurz, ob sich noch irgendwer verirrt hat hier auf der Strecke. Ich glaube aber nicht. Das sieht super aus. Würde ich sagen, kommen wir direkt zur Siegerehrung. Damit kommen wir zur Siegerehrung und wir fangen beim letzten Platz an. Das ist leider Team Rot geworden mit nur 4 Punkten. 2 Punkte für den Sprung und 2 Punkte für die Platzierung. Einer von Team Rot ist ja leider ausgeschieden, aber bitte nicht traurig sein. Dann kommen wir zur Bronzemedaille tatsächlich. Da haben wir nämlich einen geteilten dritten Platz zwischen Team JWE mit 11 Punkten und Team Orange mit 11 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt die Bronzemedaille hier ergattert. Und jetzt wird es schon spannend. Wir kommen zum ersten und zum zweiten Platz. Und die Silbermedaille, die geht an Team Blau mit 17 Punkten. Eine sehr, sehr gute Leistung. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und damit kommen wir auch schon direkt zu den Gewinnern des heutigen Rennens. Und das ist logischerweise Team Retro mit ganzen 19 Punkten. Einmal Platz 1 rausgefahren, einmal Platz 4 rausgefahren und dann noch 2 Bonuspunkte für einmal den Sprung geschafft. Also eine sehr, sehr gute Leistung. 19 Punkte. Ihr habt es euch auf jeden Fall verdient, Team Retro. Wir schauen mal eben, wer das ist. Das ist einmal Miss Dado, sehr gut gefahren. Und Ella Love, die beiden Mädels, haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr habt beide einen 5€ Amazon-Gutschein gewonnen. Schreibt mir einfach einmal eben im Discord und dann bekommt ihr euren Gewinn. An alle, die jetzt heute nicht drangekommen sind. Bitte nicht traurig sein. Ihr werdet noch häufiger die Chance haben. Ich werde noch viele Rennen machen, die Strecke so ein bisschen variieren. Falls ihr Ideen für neue Hindernisse und so habt, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Rennen dabei sein wollt, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare schreiben. Hashtag Rennen. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal mit dabei. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich auch selber ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.